was ist denn mit dem Einweichwasser von Kichererbsen? Da ist doch die ganze Phytinsäure drin. Also lieber wegschütten. Krank durch Vitamin B12-Supplemente. Kann ich das etwa überdosieren? Wie sieht eigentlich die Proteinqualität von Tempeh, Erbsen und Co. aus? Jodbedarf durch Algendecken. Ja oder nein? Soja ist doch entzündungsfördernd, oder? Also lieber weglassen oder doch bedenkenlos konsumieren? 5 Fragen, 5 Minuten, unsere Antworten für dich. Los geht's. Hallo, mein Name ist Dr. Markus Keller. Ich bin Ernährungswissenschaftler am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du da bist. Uns erreichen viele Fragen auf Instagram, YouTube und auch in unseren Vorträgen und Workshops. In diesem kompakten Format beantworten wir deine Fragen. Sollte das Einweichwasser zum Beispiel von Kichererbsen weggeschüttet werden? Wie bewerten Sie dies hinsichtlich Phytinsäure und Co.? Phytinsäure ist in vielen pflanzlichen Samen wie Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen enthalten und zählt zu den sogenannten Hemmstoffen. Das sind Substanzen, die Mineralstoffe wie zum Beispiel Eisen, Calcium oder Zink binden können und dadurch können wir die dann schlechter aufnehmen. Einweichen oder auch Keimen dieser pflanzlichen Samen aktiviert das Enzym Phytase, das diese Phytinsäure teilweise abbaut. Und das funktioniert sogar relativ schnell. In einer Studie hatte sich der Phytinsäuregehalt von Kichererbsen bereits nach 2 Stunden Einweichen um fast die Hälfte reduziert. Sie geht auch nicht ins Einweichwasser über, anders als ein Teil der Mineralstoffe wie Eisen und Zink. Es spricht also nichts dagegen, das Einweichwasser von Kichererbsen weiterzuverwenden. Und übrigens hat die Phytinsäure als Antioxidant auch positive Eigenschaften. Kann man Vitamin B12 überdosieren bzw. gibt es gesundheitliche Nachteile einer eventuellen Überdosierung? Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin, das heißt überschüssige Mengen werden mit dem Urin ausgeschieden. Höhere Dosierungen, das geht schon ab 50 oder 100 Mikrogramm los, werden nur zu einem geringen Anteil vom Körper aufgenommen. Da bisher keine toxischen Wirkungen einer Vitamin B12-Überdosierung bekannt sind, hat die EFSA auch kein oberes Zufuhrlimit festgelegt. Es gab in der letzten Zeit ein paar Studien, die aber einen Zusammenhang zwischen Vitamin B12-Supplementierung und einem erhöhten Lungenkrebsrisiko festgestellt hatten. Diese Befunde sollten wir aber differenziert betrachten. Zum einen wurden in den Studien eben keine Veganer und Veganerinnen untersucht, sondern Menschen, die eine Mischkost gegessen hatten. Und zum anderen kann Vitamin B12 selbst auch keinen Krebs auslösen. Es kann lediglich das Wachstum bereits vorhandener Krebsvorstufen beschleunigen. Ob deine B12-Dosierung passt, kannst du mittels einer Blutanalyse feststellen lassen. Wie sieht die Proteinqualität bei Tempeh, Erbsen und Co. aus? Die Proteinqualität eines Lebensmittels, sei es pflanzlich oder tierisch, bemisst sich an der Zusammensetzung der Bausteine der sogenannten Aminosäuren. Ein Maß für die Proteinqualität ist der sogenannte PDC-AAS. Hier kann ein maximaler Wert von 1 erreicht werden. Leider gibt es keine Analysedaten zur Proteinqualität von Tempeh, aber da Tempeh meistens aus Sojabohnen hergestellt wird, können wir annehmen, dass auch für Tempeh dieser hohe Wert von 1,0 gilt. Die Erbse liegt mit einem Wert von 0,7 ein bisschen niedriger. Ein niedriger Wert ist jetzt prinzipiell kein Problem, denn wir können diese verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen natürlich schön kombinieren und dadurch die Proteinqualität erhöhen, weil sich die enthaltenen Aminosäuren dann wunderbar ergänzen. Und wenn du zu dem Thema noch mehr erfahren willst, schau dir doch am besten unser Proteinvideo an, das du auf unserem Kanal findest. Was halten Sie von Algen? Zum Beispiel Nori-Alge für Jod. Meeresalgen sind natürliche, reichhaltige Quellen für Jod und können besonders bei einer veganen Ernährung oder wenn kein Meeresfisch gegessen wird, zu einer ausreichenden Jodversorgung beitragen. Jod zählt aufgrund unserer jodarmen Böden auch in der Allgemeinbevölkerung als kritischer Nährstoff. In unserer Gießener veganen Lebensmittelpyramide empfehlen wir den Verzehr von
Algen mit moderatem Jodgehalt, das ist zum Beispiel die Nori-Alge mit einem Jodgehalt von meistens unter 20 Mikrogramm pro Gramm. Andere Algenarten, die dann einen deutlich höheren Jodgehalt haben, sollten wir eher sehr, sehr sparsam oder gar nicht verzehren, weil es da schnell zu einer Überdosierung mit negativen Gesundheitswirkungen kommen kann. Meine Empfehlung: achte beim Algenkauf auf den deklarierten Jodgehalt auf der Verpackung und auch die angegebene maximale Verzehrsmenge pro Tag. Sollte Soja aufgrund der entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren besser durch andere pflanzliche Proteinquellen ersetzt werden? Soja enthält tatsächlich mehr Omega-6-Fettsäuren, nämlich vor allem die Linolsäure, als Omega-3-Fettsäuren, die Alpha-Linolensäure. Die Linolsäure ist aber sehr wichtig, sie ist sogar eine essentielle Fettsäure, das heißt, wir müssen sie unbedingt mit unserer Nahrung aufnehmen. Allgemein ist in unserer Ernährung und ganz besonders bei pflanzenbetonter Kost ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu den Omega-3-Fettsäuren. Wir sollten also möglichst den Gehalt an Omega-3-Fettsäuren anheben und den von Omega-6-Fettsäuren absenken. Soja enthält reichlich eine Omega-6-Fettsäure, nämlich die Linolsäure. Die ist erstmal essentiell, das heißt, wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen, aber es sollte eben nicht zu viel sein. Die Linolsäure kann in unserem Körper umgewandelt werden in eine weitere Omega-6-Fettsäure, das ist die Arachidonsäure. Und die wiederum ist eine Grundsubstanz, aus der entzündungsfördernde Stoffe entstehen. Hauptquelle für diese Arachidonsäure sind aber übrigens tierische Lebensmittel. Soja hat auf der anderen Seite aber viele gesundheitsfördernde Wirkungen, vor allem aufgrund des enthaltenen Proteins, das auch eine hohe Qualität hat, und der Isoflavone. Hierzu zählt beispielsweise eine Senkung des Blutdrucks, eine Senkung von LDL-Cholesterin oder auch positive Einflüsse auf die Knochengesundheit. Es spricht also nichts gegen den Konsum von Soja, sondern im Gegenteil. Gleichzeitig sollten wir in unserer Kost aber den Anteil von Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel bei Leinöl, Walnüsse oder mit EPA und DHA angereicherten Pflanzenölen erhöhen. Vielen Dank an die 5, die uns diese Fragen geschickt haben. Hast du selber Fragen? Dann schreib sie doch jetzt in die Kommentare. Wir greifen sie gerne auf in einem unserer nächsten Videos. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Markus Keller.